Schwarzbrot, Weißbrot, was ist besser, ihr Lieben? Warum eigentlich? Schreibt mir mal in die Kommentare, was der Hintergrund ist, warum man Weißbrot oder warum ihr lieber Schwarzbrot mögt und welchen gesundheitlichen Vorteil haben wir eigentlich, wenn wir das Weißbrot oder Schwarzbrot essen? Warum wird immer so viel von Vollkornmehrkorn geredet? Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt, wie eure Erfahrung ist. Ihr Lieben, echter Patientenfall aus der Praxis. Ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung und eigener Praxis. Und ich hatte einen Patientenfall in der Beratung von einer Person, die mich gefragt hat, warum es eigentlich immer so ein Hype um das helle Brot gibt. Überall wird Brot gegessen, überall auf der Welt wird helleres Brot gegessen und nur in Deutschland ist es so sehr streng und sozusagen sehr stark in den Empfehlungen immer mit diesem Vollkorn, Mehrkorn, Graubrot, Schwarzbrot, Mischbrot, ne? Was sollen wir da essen sozusagen, ne? Schwarzbrot, Geschichte, Toast, habt ihr ja, was ist damit? Also, es ist so, dass das Vollkornbrot, das Mehrkornbrot, das Graubrot, das Mischbrot immer einen höheren Ballaststoffanteil hat. Ballaststoffe müsst ihr euch immer vorstellen. Viele kennen ja Haferflocken. Ich zeige sie hier mal auf einem Brötchen. Das heißt, wenn ich Körner, das ist jetzt ja hier nur ein künstliches Brötchen, aber wenn ich Körner in einem Brot habe oder beim Schwarzbrot, seht ihr hier die Punkte, dann sind es die Faserstoffe. Und wenn man sich ein Korn anguckt, haben wir ja so eine, ich weiß gar nicht, wie man diese Form nennt, eine spezielle Form, wie das Korn aussieht. Und von außen rum habt ihr den Spelz. Und dieser Spelz sind Faserstoffe. Und wenn das volle Korn, also wenn wir das ganze Korn nutzen, dann wird in einem Brot, zum Beispiel bei einem Schwarzbrot, sieht man ja immer hier auch diese Punkte drin. Und das ist sozusagen der, ne, das Korn, was durchgeschnitten ist. Und ich habe an der Stelle im Graubrot, Mischbrot, Vollkornbrot auch in einem Graubrot diese Körner drin. Aber manchmal sehe ich sie, manchmal sind sie aber gemahlen. Und wenn sie gemahlen sind, habe ich nicht das einzelne Korn gesehen. Das ist zum Beispiel beim Graubrot so, dass ich eben einen gewissen Mahlanteil von diesem Korn nutze. Das kennt man auch immer als Typezahl auf dem Brot. Und diese erhöhten Körner, diese erhöhten Faserstoffe in dem Brot, die sind zum Beispiel in einem hellen Toast nicht vorhanden oder in einem hellen Brötchen nicht vorhanden. Warum? Weil das helle Brot nicht diese Faserstoffe drum hat, sondern nur den Mehlkern. Das bedeutet, dass ein helles Brot oder wenn ihr auch die hellen Brötchen habt, dass ihr hier nur den Mehlkörper verwendet und keine Ballaststoffe drin sind. Und diese Ballaststoffe sind so wichtig, weil die Faserstoffe zum Beispiel Cholesterin aufsaugen, weil diese Faserstoffe die Darmzotten anregen. Und wenn ich halt Mehrkornbrot, Schwarzbrot, Graubrot esse, habe ich eben diese besonderen Körner, die eine besondere Eigenschaft haben. Außerdem liefern sie auch einen Sättigungseffekt. Das heißt, wenn ich eine Scheibe Graubrot, Schwarzbrot, Mischbrot esse oder eine Scheibe Toast esse, selbst wenn es von der Größe her mal angenommen die gleiche Größe wäre, habe ich nicht so einen Sättigungseffekt bei hellem Brot, sondern einen höheren Sättigungseffekt bei dem Vollkorn-Mehrkornbrot oder bei dem Schwarzbrot. Und das liegt einfach an diesen Ballaststoffen. Diese Ballaststoffe quellen auf, wenn sie die Magensäure, also im Magen landen und auch im Darmtrakt. Und dadurch haben wir sozusagen diesen Sättigungseffekt. Zudem ist es, viele Patienten sagen, oh mein Gott, wenn ich so ein Schwarzbrot oder ein Graubrot oder Mischbrot esse, dann habe ich auch das Gefühl, dass ich einen besseren Sättigungseffekt habe. Das heißt, an der Stelle ist es so, dass das tatsächlich einen gesundheitlichen Vorteil hat. Es darf aber auch gern gemahlenes Brot sein, in Form von Graubrot zum Beispiel. Na, viele kennen das ja, zeige ich euch nochmal, mit so einem Brot. Und an der Stelle könnt ihr eben Graubrot, Mischbrot, Mehrkorn, mittlerweile gibt es ja auch Brote, wo was drin ist. Bei Toastbrot gibt es ja mittlerweile auch dieses Mehrkorn-Vollkorn-Toast. Es hat aber trotzdem immer noch einen höheren Anteil. Das heißt, es hat
das Mehrkorn und das Vollkorntoast hat schon mehr Ballaststoffe drin. Das seht ihr auch, weil die dann auch so Körner drin haben. Was ist jetzt besser? Also ihr Lieben, ne? Vollkorn, Mehrkorn, Graubrot. Ich sage immer ab Graubrot aufwärts. Deutschland ist eines der wenigen Länder, wo wir Unmengen an verschiedenen Brotsorten haben und viel Brot hergestellt wird in Form von Mehrkorn, Vollkornbrot. Und ja, natürlich können wir auch mal Toast oder Baguette oder Ciabatta oder helle Brötchen essen, aber versucht immer mal wieder, ne, auch auf Mehrkorn, Vollkorn zu gehen. Man kann zum Beispiel für eine Suppe wunderbar Graubrot nehmen, wer es verträgt und mag. Schaut, dass es einen Roggenanteil hat, also ein Roggenmischbrot ist und nicht ein Weizenanteil. Leider ist es so, dass wir heute sehr viele Brote auch mit Weizen kaufen können und davon ist immer eher das hellere Mehl. Das macht übrigens auch immer einen schnelleren Blutzuckeranstieg, während ein Graubrot-Mischbrot immer einen langsameren Blutzuckeranstieg macht. Bei Graubrot, wie gesagt, aufpassen, dass ein Roggenmischbrot ist, weil ihr dann einen höheren Körneranteil habt. So, ihr Lieben, jetzt wisst ihr Bescheid. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Und ja, eure Wünsche schreibt mir gerne. Ich freue mich auf eure Infos. Ihr Lieben, Herzchen zu euch. Denkt dran, abonnieren, Plusweg, je nachdem, wo ihr mich seht. Und dann bis zum nächsten Mal.